Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Ich bin Schwester Katharina, ich bin Franziskanerin in Olpe. Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterwoche und bete jetzt mit Ihnen den Morgenimpuls. Eine Osternachtfeier mit Wohnungslosen, den Brüdern und Schwestern auf dem Weg in Köln. In der Kirche des Zentrums für die Seelsorge an den Obdachlosen, Gubbio, war alles festlich bereitet. Die Tische mit weißen Decken gedeckt und mit roten Tulpen geschmückt, das anschließende Essen vorbereitet und der Kuchen geschnitten. Und dann konnte es losgehen, mit Lesungen und kleinem Feuer im Hof, mit wunderbarer Osterkerze besungen mit dem Exultet und dann das Halleluja. Mit wunderschönen Gesängen von einer sehr engagierten Band, mit brausender Orgel und fröhlichem Querflötenspiel, mit Sopransolo und Osterliedern solo vorgesungen, damit Singen leider immer noch nicht geht. Aber auch ein alkoholkranker Mann, der immer mal was dazwischen gerufen hat, ein kleines Kind, das in seiner Übermüdung immer wieder geweint hat, einige Mitfeiernde, die immer mal zwischendurch die Kirche verlassen haben, weil sie es nicht aushalten konnten, so lange drin zu sein. Das alles war wunderbar und feierlich und mitnehmend. Aber richtig gepackt hat mich etwas ganz anderes. Die Allerheiligen-Litanei. Schwester Christina hat sie vorgesungen, aber nicht aus dem Gotteslob, sondern mit der Liste der Teilnehmenden dieses Gottesdienstes. Ich kannte einige der Teilnehmenden mit Namen und immer wenn ein Name gesungen wurde, konnte ich sehen, wie sich Blicke gehoben, wie sich Schultern gestreckt haben und ein verschämtes oder erstauntes Lächeln oder sogar herzhaftes Lachen die Kirche richtig hell gemacht hat. Auferstanden ist Christus, er erleuchtet sein Volk, das er mit seinem Blut erlöst hat, Halleluja! Heißt es in der Antiphon zum ersten Psalm heute. Selten ist mir das so deutlich geworden wie bei dieser Allerheiligen-Litanei mit den Obdachlosen in dieser Osternacht. Christus erleuchtet sein Volk, weil er es selbst erlöst hat. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.